Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem kleinen Angezockt. Und zwar geht es diesmal um UFC 2. Wir haben es euch versprochen mal im Livestream, dass wir es uns für euch holen werden, weil es ja gefragt wurde. Und wer sind wir? Ja, ich bin der Onkel und wieder mit am Start ist der Rivano. Ja, Hallöchen. Boah, ich freue mich richtig, dir auf die Fresse zu. Genau, und wir wollen das Ganze nämlich als erstes mal online zocken. Also wir wollen das angezockt online gestalten, aber wir haben, sind hier noch im Menü, um euch eben mal ein bisschen rumzuführen, was es hier alles gibt. Also wir haben null Erfahrung mit dem Spiel, also null. Bitte, wenn wir jetzt gegeneinander kämpfen, nicht irgendwie aufregen, dass wir sinnlos irgendwo rumkloppen oder sowas, wie ich persönlich habe zum Beispiel. Null Erfahrung mit diesem Spiel. Null, noch nie UFC gezockt, keine Ahnung. Rivano hat, glaube ich, PlayStation 3 damals UFC mal ein bisschen gezockt, aber die Steuerung hat sich ja in der Zwischenzeit übelst geändert und wir haben keine Ahnung. Also verzeiht uns irgendwelche unkoordinierten Schläge und sonst irgendwas, wir müssen uns da erst reinfinden, aber trotzdem, wir werden jetzt uns hier mal, das Menü ist ja cool aufgebaut, aber ich finde es, naja, unübersichtlich, unübersichtlich, aber man sieht ja oben die kleinen Überschriften und so ist das auch eingeteilt. Wir haben hier oben Start zum Beispiel, dort findet ihr, kann man jetzt hier jetzt kämpfen, keine Ahnung, weiter habe ich jetzt noch nicht gedrückt, anpassen, das sind halt Optionen. Und das Lustige ist, wenn wir jetzt auf Optionen gehen, können wir hier sogar Kämpfer erstellen. Wir haben hier Kämpfer erstellen und man kann seine eigenen Kämpfer verwalten. Und dann hat man halt ja die ganzen Missionen, Codes einlösen, Mitwirkende, keine Ahnung. Das Handbuch wieder online. Wir haben jetzt die Musik natürlich ausgestellt, weil wir wollen jetzt hier kein Problem haben mit GEMA oder irgendwas. So, wir haben dann die Kategorie Spielen. Und zwar kann man dann hier einfach jetzt kämpfen. Dann Live-Events ein bisschen live zocken. Eigene Events kann man selber Events erstellen und dann haben wir Ultimate Team. Das ist sowas wie, wie zum Beispiel FIFA Ultimate Team mit diesen komischen Karten, wo man da so gegeneinander zocken kann. Oder ich glaube, Ultimate Team hieß das, glaube ich, genau. Und da hat man dann diese Karten, wo man mit diesem Kartenspiel da gegeneinander spielen kann. Das hat mich noch nie so ganz richtig interessiert. Knockout, keine Ahnung, klassischer Couch. Couchkönig Action, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann haben wir die Kategorie Online. Schnellkampf. Man hat die Online vordere Freundeliste raus. Kämpfer Store, holt ihr jetzt den Kämpferrang. Ja, hier Ranglistenspiel und ein Schnellkampf. Karriere, kann man Karrieremodus zocken und dann haben wir hinten die Skills. Das ist geil. Da haben wir Skill Challenge, das ist so Training. Kannst du Skills lernen, kannst du trainieren. Und unten hast du Intro-Sequenz abspielen. Aha, super. Und das Lustige ist, wenn ihr jetzt das Touchpad drückt, kriegt ihr nochmal eure eigene Statistik, das Fighternet. Und da seht ihr, viel ihr zum Beispiel, warum? Ja, also ich meine, 0% haben wir gemacht. Ja, wir haben es nicht gezockt, na klar. die einzigste Erfahrung, die wir jetzt halt wie in dem Spiel haben, ist wirklich das Intro. Da kommt ein Intro und dann muss man mal ganz kurz einsteigen, die letzte Runde. Da haben wir uns ein bisschen geklappt. Ja, und hier sieht man halt, Ultimate Team, wie gesagt, mit diesen komischen Karten. Und Rangmeisterschaften L2, kann ich noch was machen hier? Ach, kann ich hier vergleichen mit Rivano? Weil Rivano ist ja auch gerade online. Und Crazy Freak, ja. Da sieht man halt, wie oft man gekämpft hat, wie viel gewonnen, verloren. Und das ist halt die ganze Statistik, aber sonst ein bisschen. Ja, warum nehmen wir ab Menü an, wenn wir sowieso online zocken wollen? Das liegt einfach daran, um euch auch zu zeigen, wie der Online-Modus abläuft. Um euch zu zeigen, wie lang es auch vielleicht dauert, bis man sich verbindet, weil es gibt ja viele Spiele, wo man sich dann verbindet und dann denkt man so, oh, leck mich am Arsch, dauert das lang und das könnt ihr hier jetzt mal mitbekommen. Das Ganze ist wie auf der PS4, seht ihr ja an den ganzen Tasten unten. Ja, ich würde sagen, es gibt einen Schnellkampf, Online-Rivalität. Ich würde sagen, ja, Online-Rivalität machen wir, ne? Fordere deine Freundeliste heraus. Deine Freundeliste heraus. Warum nicht Schnellkampf? Ach so, ja, dann machen wir Schnellkampf. Machen wir einen Schnellkampf, gehen wir mal, zack. Ja. Ich glaube, ich muss mal nichts drücken. Ich denke mal, du lädst mich dann ein, oder? Genau, wir machen Schnellkampf und dann kannst du hier gleich, guck mal, Einladung zur Sitzung. Da würde ich sagen, mache ich das mal. Einladung zur Sitzung. Moment, alle Freunde, ja, ganz normal, jetzt kann ich dich einladen und kann den Rivano, da ist er, bestätigen, Einladung senden. So, dann haben wir hier die Einladung gesendet, aber ist leider noch nicht so richtig wirklich. Jetzt ist er angekommen, ja, beitreten. Ja, aber jetzt wir müssen mal dann die anderen Modis trotzdem noch ausprobieren. Und zwar dieses Dings. Was man halt zusammen machen kann, ne? Einstieg. Ich freue mich schon mega drauf, muss ich sagen. So, jetzt ist Rivano schon da. Schon da, oder was? Jo, aber darf mir doch einen aussuchen, ne? Ja, wir haben sogar drei Leute. Ich kann jetzt drei Leute.
geil. Was, drei Leute? Oder? Ach nee, das ist nur die, ach nee, das geht so eine Reihe durch. Ah, okay. Ich kann okay. jetzt auf jeden Fall Dreieck die Kampfeinstellung machen. Dann hat man die Rundenanzahl, 5 Runden ist die höchste Zahl. Uhrtyp beschleunigt, Echtzeituhr. Ich würde sagen Echtzeituhr, oder? Und eigene Kämpfer sind erlaubt, nicht erlaubt. Ja, machen wir einfach erlaubt, wir haben sowieso keine. Ne? Okay. Ich kenne natürlich gar keinen gerne, hier. Ich würde gerne als Anfang, weil wir ja so gerne WWE zocken, würde ich gerne diesen Dings haben, weil hier gibt es nämlich einen, der vor kurzem unter WWE gewrestelt hat. Und den würde ich gerne nehmen. Wenn so sie als, den haben? Als Einstand. Ja, den haben sie, aber ich glaube, wir müssen ist, dazu. Ist der Mittelgericht? Ich glaube, Mittelgericht. Mhm. Mittelgericht. Halbschwergewicht. Ich muss kurz gucken. Der muss definitiv dabei sein. Ja, weißt du, welches Schwergewicht der ist? Mike Tyson. Ah, Bas Rutten ist der. Ah, den kann ich nicht. Den kannst du nicht wählen, den musst du kaufen. Wir sind schon am Überlegen, wenn das Spiel gut ist, dass wir uns die Spieler die dann auch kaufen, weil da gibt es noch den Capucci, kriegt man da noch und dann halt noch Bruce Lee. Tyson, boah. Ich habe keine Ahnung, wo sie anfängt und wo sie aufhört. Nee, der Typ ist jetzt nicht dabei. Weiß ja nicht, der heißt ja so wie beim Wrestling, oder? Chuck Liddell, den kennt man natürlich auch aus diversen Filmen. Doch, den habe ich schon mal gesehen, ja. Aber sonst, oder Otto steht natürlich Jackson, auch, wie oft den kennen wir natürlich, haben. A-Team, ne? Im neuen A-Team-Film, der BA, ist Rampage Jackson. 35-11, nicht schlecht. Okay, ich weiß nicht, in welcher Kategorie der ist. Der Lidl ist jetzt bei mir wieder durch, das heißt, der ist nicht hierbei. Okay, dann gehen wir runter. Wir mal ganz kurz auf. Also, genau. Da drunter, da habe ich schon durch alle. Weltlergewicht, okay, guck mal. Ja, das kann sein. Da haben wir, ach, guck mal, wir machen es einfach so rum. Das ist vielleicht, guck mal, da hinten ist Bruce Lee. Ja, Bruce Lee. McGregor means. So, aber ich möchte dich darauf hinweisen, dass ich den gerne nehmen möchte. Einfach nur. Ja. Ah, ich habe ihn. Ja, da ist er. Da ist er. CM Punk ist nämlich hier dabei. Ja, geile Sache, ey. Und der hat 0-0-0. Hat der überhaupt nicht mal, hat der überhaupt nichts gemacht? Der hat noch nicht gekämpft. Und deswegen, ich werde mir jetzt hier CM Punk nehmen und mal gucken. Ich habe keine Ahnung, weil einfach nur so eine Überleitung von Wrestling auf hier. Würde ich sagen, werde ich den mal nehmen. Ich nehme einfach mal, weil der Name cool ist, Silver. Der sagt mir was, oder? Den da. Ja. Dann kann man hier 25-2. Dann kann man hier auswählen. Die Hose ist im Schwarz. Sieht cool aus. So. Wo kann ich mir jetzt die Hose aussehen? Mit oben und unten. Achso, okay. Okay. Egal, so. Ich will jetzt töten. ja, wie gesagt, unkoordiniertes Rumfighten, bitte versteht's, wir haben noch null Erfahrung damit. Also wir wissen auf jeden Fall, also wissen, was wir wissen ist, dass R1 blocken ist. L1 ist, wenn du das gedrückt hältst und schlägst, hast du einen harten Schlag. Wenn du L2 gedrückt hast, dann tust du so ausweichen. Und als nächstes der Hauptkampf des Abends zwischen Phil Brooks und George Rush St. Pierre. Wer hier mit welchen Voraussetzungen? Oh, 37 ist das schon. Bin ein bisschen größer. Du bist größer. Boah. Aber dafür hast du eine größere Reichweite. Du hast längere Arme. Bist ein Gorilla. Bruce Buffer, ist das irgendwie, hat er was mit Michael Buffer zu tun? Ja, das ist der Bruder. Achso. Mhm. Auf jeden Fall grafisch schon mal super, ne? Auf jeden. CM Punk. Nicht, dass du gleich mit Wrestling ankommst. Ich will dann sehen. Das Einzige, was ich jetzt nicht gesehen habe, ist, welche Kampfstile die haben, so mit Muay Thai und so, fehlt mir ein bisschen. Das war bei dem ersten, da habe ich das jetzt irgendwie übersehen. Weil das konnte man normalerweise immer mitgucken. Ja. Muss ich nachher nochmal gucken, Statistik oder so, ob das da irgendwo dabei steht. Weil die haben ja normalerweise, gibt es ja Taekwondo, Muay Thai, Boxen, Street Fighter und sowas alles. Ja, und auf jeden Fall, wenn wir dann später irgendwas aufnehmen oder sowas, was das betrifft, werden wir dann später außerhalb des Angezocks, wenn wir da irgendwas aufnehmen, nach dem Angezockt, da werden das immer Kämpfe aufgenommen. Jetzt nehmen wir natürlich 20 Minuten auf und nehmen so viele Kämpfe auf, wie wir damit reinnehmen können. Und es wird bestimmt längeres Angezockt, wird bestimmt ein paar Tage gehen. Weil wir wollen jetzt hier richtig austesten. Oh ja. Und ja. Na gut, ich glaube aber, ich weiß nicht, werden wir bei jedem Fight, den wir machen, komplett durchlaufen lassen, bis die sich da begrüßen und dicht und sowas. Man kann sich schon mal angucken. Ja, klar, beim ersten Mal auf jeden Fall. Aber ich denke, so bei 20 Kämpfen oder so, haben wir dann irgendwann auf, ne? Dass wir nur noch prügeln. Aber gut gemacht, original. Nicht schlecht.
Und sieht sogar besser aus wie im Punk als im WWE-Spiel. Ja. Ich glaube, ich kann dir auch die Codex-Faust geben und du kannst zum Beispiel sagen, nö, verpiss dich so. Was? Ja, du kannst da hier so eine Ghetto-Faust geben, jetzt nochmal so guter Kampf wünschen. Kannst aber auch dann zum Beispiel nicht annehmen oder sowas. Das habe ich wohl mal gehört. Gucken, ob es klappt, das echt so ist. Okay, also ich, wie gesagt, Rivano wird mich jetzt niedermachen, weil erstens hast du hier einen Punk, der hat ja überhaupt keine Erfahrung heißt damit. Nix. Also der ist schon als Kämpfer. Punch, ja. Schon als Kämpfer hier hat er ja null Erfahrung. Runde 1, okay, Moment. Okay. Lass uns erstmal ganz kurz. Ja. Wie könnte man nochmal die Faust machen? Ach, okay, also hier R1 ist blocken. Mit hier kann man. Achso, nee, Quatsch. L1 ist hoher Block und R2 ist tiefer Block. So war das. Wenn der wie ist hoher Block? Hoher Block ist L1. R1, Entschuldigung. R1. Und ja, tiefer Block ist R2. Genau. Ah, okay. Und harter Schlag ist, wenn du L1 gedrückt hältst und schlägst. Lass mich in Ruhe. Mhm. Und wenn du R2 gedrückt hältst, kannst du hier so ausweichen. Siehst du es? Mhm. So. Okay, bist du soweit? Ich würde einfach mal Spaß ein bisschen prügeln. Nee, ich bin nicht so viel. Okay, ich würde sagen, aber das geht schon gut los. Ja, ich hab mir jetzt geschnappt. Kommt gleich mit dem Klinik. Guck mal, hier kannst du klack. Hast du wie beim Wrestling? Ja. Ich guck mal ganz kurz. Thai, genau. Jetzt packe ich dich zum Thai, oder was? Nee, ich. Scheiße. Also. Wie macht man das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ja, da unten, du musst einfach den Steuerknopf. Jetzt drücke ich mal befreien, weil ich hier raus will. Und jetzt bin ich weg. Wir versuchen jetzt, sich in eine bessere Position zu bringen. Batsch, schon mal. Okay, also mit den Dings greift man. Oh. Mit dem rechten Button greift man, zack. Ah, jetzt hat er mich schon wieder. Na klar, man muss ja auch mal probieren. Aber was machst du die ganze Zeit? Das nervt. Treten. Und sie gehen auseinander. Oh. Und Kick zum Kopf. Ah, okay. Der tritt aber auch wie so ein Pferd, ey. Genau so einen will ich machen. Guter Kick, aber zu unpräzise. Au. Ja, genau den wollte ich haben. Hier immer wieder für Kick zum Kopf landet. Au. Ah, das ist geil. Du bist schon am Saften. Der arme kleine CM Punk. Wieder gegen King. Ja, wie gesagt, ich habe null Erfahrung. Oh, jetzt haben wir uns. Oh, ja, jetzt habe ich dich weggeholt von den Füßen. Oh, oh, oh. Was war denn das? Er richtet sich auf. Ey, blocken, du Idiot, blocken. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier auch rauskomme. Er ist jetzt in der Halfguard. Na, komm, mach was. Ja. Ein heftiger Fullguard. Starke Arbeit von oben. Ja. Er wechselt wieder. Backside? Okay. Ich habe keine Ahnung, ey. Ja. Jetzt gebe ich dir erstmal ein paar. Oh, du bist. Boah, wo wieder das Blut spritzt. Ja, du musst aber mal aufhören zu schlagen, Junge. Nö. Jetzt kann man ja gar nichts machen. Oh, wie du am Bluten bist. Ah. Okay, ich bin wieder drauf. Okay, ich stehe jetzt auf. Einfach aus dem Grund, weil ich aufhören möchte. Ja, er steht wieder auf. Oh, schöne Kombo. Boah, Sidekick. Landet im Nichts. Und Treffer, schön. Oh. Okay, Steuerung. Oh Mann. Schön in die Seite, jetzt geradeaus. Boah, schön. Alter. Oh, super. Ja, jetzt kommt gleich der Roman Reigns rein und sagt, ey, das ist meiner. Gute Abwehr, das war kein schlechter Kick. Oh, scheiße. Jetzt haben wir uns gegenseitig eingezappelt. Oh, was für ein Kick zum Kopf. Schön. Oh, da hat er blockt den Hardkick ab. Hab ich dich jetzt getroffen oder du mich? Dich getroffen. Ja. Na, du bist aber auch ordentlich. Na. Oh, da habe ich dich erwischt. Oh. Alter, du Penner, Alter. Ich hab keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Oh, du Mixer. Alter, wie macht man das? Wie macht man das? Hör auf. Alter, wie macht man das? Ein knallharter Haken. Oh, Alter.
Boah, ich glaube, ich habe den Onkel gerade aus dem Leben genockt. Guck, geht das nicht? Der CM Punk ist all, boah, wie geil. Guckt euch das an, ihr Freunde. Kadash. Oh, du Drecksack, ey. Ich hab keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich glaube, du warst so bewusstlos schon am Boden. Und ich klopp mal weiter drauf. Guck dir das an. Das Blut wieder spritzt. Boah, ist das blutig geil. Alter. Meiner rastet voll aus. Ja. Naja, komm, jetzt hat er seinen ersten Kampf gemeistert. Meiner hat schon 25 Siege. Geil, machen wir gleich nochmal erneut kämpfen oder möchtest du einen anderen haben? Oder Rollen tauschen? Ich würde schon gerne einen anderen haben. Okay, alles klar. Georges Rush St-Pierre holt sich hier. Das Problem ist, ich wollte eigentlich auch mal so schlagen, weißt du, einfach einen harten, aber der macht automatisch immer bei Superkicks, macht der automatisch immer Superman-Kick. Alter. Kannst du die Wiederholung nochmal angucken? Okay. Wir müssen nee, wir gehen müsste ich jetzt jedes Mal neu an. Müsste ich jetzt jedes Mal neu einladen? Ja, ich muss jedes Mal neu einladen. Dann würde ich sagen, dann machen wir mal ganz kurz, wenn wir das schon mal haben, gehen wir mal ganz kurz auf Online-Rivalitäten. Vielleicht kann man da irgendwie was besser machen. Ja, einfach mal zum Gucken online. So, achso, gehst du drauf? Rivalitäten? Ja, ja. Lade einen Freund an, um eure Rivalität zu beginnen. Ja, würde ich ja gerne machen. Ja. Einladen, Viereck. Machen wir die Rivalität. Geiler Kampf, geiles Spiel, geile Grafik. Boah, ich bin echt verzaubert. Und natürlich ein geiles K.O. gewesen. Aber ich, wie gesagt, das geht richtig schnell. Ihr habt es gesehen, zack, zack. Der Onkel hat mich nämlich auch mal gerade getroffen und dann bin ich schon fast zusammengebrochen. So, aber ich muss sagen, obwohl man jetzt immer wieder anwählen muss, ne? Finde ich es doch ganz gut, dass man sag schon. Ja, was wolltest du sagen? Dass es so schnell verbunden, dass es so schnell verbunden wird. Sollen wir einfach mal aus Spaß Schwergewicht machen? Einfach mal gucken. Oder dann, das gibt ja noch was höheres. Schwergewicht. Was machst du? Schau mal den Typen an, wie den ich jetzt... Alter. Den haben sie schon verbeult, den Jungen. Wie sah Big der denn vor seinem... Silver. Wie sah der denn vor seinem Kampf aus? Alter. Oh, ist das... Guck mal, ob es noch höher geht. Ich glaube, da gibt da noch was... Nee, Schwergewicht, das war das schon. Echt? Gibt es da nicht Superschwergewicht noch? Ich meine, es gibt noch Superschwergewicht. Guck mal bitte. Nein, siehst du da, es gibt jetzt noch Strohgewicht. Ah ne, das ist ganz klein, ne? Bantamgewicht. Ja. Dann haben wir Fliegengewicht. Bantamgewicht, achso, das waren Frauen da dort. Federgewicht. Ja. Leichtgewicht. Weltlergewicht. Mittelgewicht. Halbschwergewicht. Achso. Und Schwergewicht. Und dann ist Ende. Ja, siehst du doch. Na gut, ja gut. Dann. Ich okay, mal, ich kenne die hier nicht, das ist das Problem. Ich auch nicht. Willst du Bigfoot nehmen? Soll ich Bigfoot nehmen? Warum darf ich Bigfoot nehmen? Mark Coolman, ich glaube, der Name sagt mir was. Ich kenne die alle nicht. Dos Santos. Doofy. Den kenne ich auch hier irgendwo, ja? John Doofy. Gonzaga. The Hunt. John Jones. Der hört sich gut an. Aber ich will so ein. Derek Lewis. Keine Ahnung. So ein Russe. Frank keine Mir, Ahnung. Der sagt mir was, den habe ich schon mal gehört, in dem anderen UFC. Ich habe keine Ahnung. Aber es sind echt viele. Ach komm, ich mach's jetzt einfach. Bas Rutten habe ich nicht. Ich nehme jetzt diesen Bigfoot. Nein, ehrlich. Ja. Er nimmt ihn. Bigfoot. Wen wollte ich denn jetzt nehmen? Ein Coleman nehme ich jetzt, egal. Okay, der erste Part wird mal ein bisschen länger. Ja, und so jetzt nicht kann, steuern. Ich kann das Match ziehen wir jetzt noch durch. Das Match ziehen wir jetzt noch durch. Auf jeden Fall. Oh, beispielsweise links und halte R2 und R gedrückt. Bewegt er sich beispielsweise nach links, halte R2 und rechts. Ach so, keine Ahnung. Ey. Ich komme mit den Dings komme ich nicht zurecht mit den. Kostet aber Energie, wenn du solche übelsten Ausweichen musst machen. Komm, das wolltest du gucken, wie die sich wieder begrüßen? Bei dir haben beide komische Ohren. Das sind Ringerohren, klar, dass die haben komische Ohren. Abgenuckelte Ohren. Die haben gerne. Ich hab Überspringen gemacht.
Okay, ich was auch. Ist denn eigentlich, wenn wir, wie beim Wrestling jetzt, drüben links die Dings drücken? Warte mal ganz kurz, bitte. Mhm. Und es geht los. Ach, da kann man Stellungswechsel machen, okay. Du kannst jubeln. Sag mir, okay. Wenn du ready bist, ja. Ich bin ready. Okay. Okay, der macht schon mal was anderes. Da kommt der Leckkick. Schöne Leckkicks. Ah, da kommen die Leckkicks, die Leckos. Leckkicks. Guter Leckkick. Oh, da habe ich schon eine gezappelt bekommen. Der nächste ja, auch. Aber du bist gerade mehr weggeflogen. Oh, der Haken hätte übel werden können. Da kommt der Leckkick. Oh, da hat's dich erwischt. Ja, am Bein ist nicht so schlimm. Warum tritt meiner jetzt nicht mehr hoch? Was ist denn mit dem? Ist der doof? Okay, ich guck lang. Ja, ich nicht. Ey, du Sack. Boah, alter Schwede. Hallo, meiner will nicht. Boah, Block. Das Problem ist, du hast keine Power mehr. Du musst aufpassen, wenn du keine Ausdauer mehr hast. Okay, das ist wie beim Boxen. Okay. Ja. Boah. Boah, jetzt krieg ich's aber drauf hier. Boah, ja, musst du dich erstmal reinfinden. Ich verstehe nicht, warum tritt meiner nicht hoch? Ich drück auch das normale Treten, aber der will nicht hochtreten. Sag mal, oder ist er so unbeweglich? Ja, wieder der harte Leckkick in dieser Szene von Antonio Silva. Wir treten auch viel. Und noch ein klasse Kick. Boah, gute Kombo. Hat eine Verletzung am Bein, man sieht, dass er hinkt. Du hinkst? Ja. Ja, super abgewehrt. Toller Punch, da ist der Treffer. Die Linke kommt. Er bringt einen Inside-Leg-Kick. Er kombiniert hier schön seine Technik. Ja, meiner tritt nicht so nach Dings. So schön raus, das ist doof. Beide teilen hier richtig ab. Ich bin wieder mal im Bein, weil das habe ich jetzt schon verletzt. Ja, knallhart. Wow. So. Er hat den Over-Under angesetzt. Ja, Double-Under, ich habe keine Ahnung. Underhook. Ja, gut gemacht. Er blockt den Schlag zum Er blockt den Schlag ab, ja. Stark, ja. Inside-Leg-Kick. Boah, schönes Ding. Ja, auch gut. Oh, gefährliche Linke, knapp daneben. Wow. Ein gelungener Kniestoß. Schöner linker Punch. Er trifft mit dem Ding. Das ist echt. Da muss man sich schon konzentrieren, ne? Ja. Das Problem ist, dass meiner total dappig ist. Kick zum Kopf. Gute Technik. Wow, das war ein heftiger Uppercut. Okay. Was für eine Rechte, ja, das habe ich gemerkt. Boah, die andere Seite, okay. Oh. Ja, wie geil war der denn jetzt? Ja, er kommt wieder hoch. Oh. Hat er inzwischen doch eine ziemlich heftige Schwellung am Auge. Boah, da hat's mich erwischt. Perfekter Block. Warum kann ich denn nicht schlagen? Das verstehe ich nicht. Ja, das geht auch nicht. Nicht immer. Ja, und er bekommt ihn in den Teiglin. Schöne Aktionen auf beiden Seiten. Wahrscheinlich, weil ich in der Ecke bin, oder? Da war der Leckkick. Boah. Die letzte Minute jetzt. Oh, starker Inside-Leg-Kick. Oh, gute Kombination. Ach, ein weiterer Inside-Leg-Kick. Na, stritt doch. Oh, meiner ist total fertig mit der Welt. Deutlich, dass er hing. Ah, der ist echt unbeweglich, mein Junge. Was denkst du, dass meiner ist? So Bigfoot. Ja, aber man merkt schon, dass da ein kleiner Bigfoot... Ja, guter Inside-Leg-Kick. Oh, hast meine Beine weggetreten. Schäm dich. Noch 30 Sekunden. Oh. Was Alter. Ist mit dir? Alter. Oh, wie geil.
Sehr schön. 15 Sekunden bis zum Ende der Runde. Ja, ich klopfe noch. Oh, du bist rausgekommen, okay? Noch 10 Sekunden. Alter. Er zieht den Haken vom Kopf. Ja, deiner ist, glaube ich, ein bisschen benebelt. Alter. Boah. Ja, du machst es nicht einfach. Aber der geil sah das aus, wie ich dir die Beine weggezogen habe. Das sah echt geil aus, das muss man sagen. Geil, ich habe mal über Springen gedrückt. Das ist doch Schnitt. Das sieht lustig aus. Puff! Aber jetzt wissen wir, warum der Bigfoot da ist. Guck dir mal die Füße an. Ich raff das aber nicht, warum nicht. Boah, dein Gesicht ist so schön verbeult. Aber ich raff's leider nicht, liebe Leute, dass. Warum ich nicht, warum meiner nicht hochtritt, mein der Gesicht will nicht. Sieht so aus. Der gelbe Zähne, der Karl. Hallöchen. Ah, mal, ja, die wird bezaubern eine Britney. Und wie sie winken, die freuen sich. Die müssen nichts tun. Schon mal ankommen. Einmal die, müssen, ja, die müssen sich nur das Schild halten. Oh, meiner sieht doch mal ein bisschen mehr verbeult aus. Die zweite Runde beginnt. Oh, jetzt kommt der wieder mit seinem auf Distanz halten. Na, meiner ist voll langsam. Der ist echt fertig. Schöner Roundhouse-Kick. Toller Jab. Starke Kombination. Na. Oh ja. Guter Leg-Kick. Schöner Inside-Leg-Kick. Ja, aber das bringt ja alles nichts, gegen die Beine zu treten. Du kippst nicht um, die Drecksack. Nee, ich bin Mutante. Aber ich will auch so hohe Kicks machen. Das ärgert mich voll. Ja, ja, sie kämpfen mit offenem Visier. Oh, da hast du jetzt keine Deckung gehabt. Antonio Silva lässt hier so gut wie keine Kopftreffer zu. Er hält den Kopf immer in Bewegung. Das macht er ausgezeichnet. Hey. Ja, ich hab der Haken zum Kopf. Wow, was für ein Block. Oh, da kam sie. Oh. Naja. Ich zeig eine absolute überzeugende Leistung, ich hab keine Ahnung. Komm, mach doch. Ah, in die Innenseite tut gut, ey. Guter Kniestoß. Noch ein Kniestoß. Gezielter Haken im Clinch. Oh, wow. Jetzt, okay, da. Oh, ich bin immer noch da, okay. Er steht wieder. Oh ja, gute Overhand. Boah. Wirklich gut gemacht. Boah, der war schön, der war schön. Wow. Treffer, ganz starker Kick zum Kopf. Tolle Treffer. Meiner ist fertig. Meiner ist fertig. Er kann kaum noch. Ich kann kaum noch was machen. Und er rennt wieder in meine Hand rein. Scheiße. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Puh, okay. Ah, seine Prellung am Oberschenkel wird schlimmer. Da wird er morgen kaum laufen können. Sauberer Kick. Oh ja, tolle. Wow! Das ist eine Oberschenkelprellung. Er arbeitet gut zum Kopf. Er ist jetzt im Over-Under. Er nutzt die Chance zum Double-Underhook. Toller Treffer mit dem Punch. Boah. Boah. Alter! Was für eine Kombination. Ja, dem Schlag weicht er aus. Unglaublich, was die beiden alles auspacken. Oh Mann, ey. Oh, oh ja. Die Dreck. Steh auf! Alter. Das artet in eine wilde Brücke aus. So. Oh, der Kick landet am Kopf. Ah, wir geben uns hier gar nichts, wir beide. Das ist so geil. Wir sind auch ein bisschen ruhiger, liebe Freunde, weil wir voll konzentriert sind. Ich hab keine Ahnung, was ich drücken muss. Ich drücke so tierisch durcheinander alles.
Ich meine, so ein bisschen. Der Leckig war zu ungenau. So ein bisschen. Ich krieg meinen Satz nicht raus. ein bisschen wissen tut man ja jetzt schon, was man drücken muss, so ein kleines bisschen, aber was richtig Sinn ergibt, keine Ahnung. Schöne Kicks auf die Nase. Und auf die Beine. Oh, er hat auf der linken Seite eine Prellung. Ja, die hat dicke, fette Prellung. Gefährlicher Schlag zum Kopf, aber perfekt geblockt. Die linke geht daneben. Ja, guter Inside Leg Kick. Inside Leg Kick, gut gemacht. Klasse, boah, hier schön. Perfektes Timing. Okay, ich hab noch nicht so. Antonio Silva in dieser Szene mit dem schönen Kick. Ja, klasse. Ja, wir sind hinter diesem Kick. Mit diesen Dingern ist er in seinen Kämpfen immer wieder sehr gefährlich. Hin- und Leg-Kombination von beiden. Ah, was für ein schöner Leg Kick. Und wieder ein Treffer mit dem Leg Kick. Ja, überzeugendes Timing. Oh. Guter Inside Leg Kick. Alter, man weiß nie, wo man zuschlagen soll, Jan. Da kriegst du direkt eine gedonnt hier. Schöner Jump. Sie gönnen sich nichts. 10 Sekunden noch. Oh, ein Kick zum Bein. Wieder ein Leg Kick. Boah, ist das übel, ey. Guck dir mal dein Gesicht an. Das sieht immer so aus. Hab ich dich hier nieder? Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ja, mit dem Knie, guck mal jetzt. Schieß mal. Ich hab gedacht, das ist vorbei. Das ist nicht nur Big Foot, sondern auch Big Boot. Bikini ist Bekannt, das. Würde ich sagen. Ich hab gedacht, ich sterbe, ohne Witz. Boah. Guck dir mal, wie Blut. Das ist mein Blut auf deinem Brust. Auf deinem Brust? Auf deiner Brust. Achso. Wenn du möchtest. Ja, ich wollte dein Gesicht noch ein bisschen angucken, das verbeulte. Sieht sowieso so aus. Das hat nichts mit dem Kampf zu tun. Ich bin gespannt, ob da noch einer K.O. geht. Wir kommen in die dritte Runde dieses Titelkampfes. Knallhart. Oh, nein, nein. Der Cut auf seiner Wange blutet wie verrückt. Fängt er schon wieder gut an hier für dich. Er fängt sich einen linken Haken ein. Toll getimte Treffer hier. Wie macht man diese Scheiße? Ja, der Ellbogen kommt an. Er nutzt den Clinch für einen Kopftreffer. Ja, und jetzt setzt er den Teilclinch an. Und jetzt wollen es beide wissen. Herrlich. Nein! Vergiss es! Oh, war das krass! Nein, vergiss es! Alter, jetzt hab ich gedacht, das wär's gewesen! Ja, der war gut, ey! Boah, war das ein geiler Schlag! Inside Leg Kick. Ja. Geh weg. Schade. Geh weg. Ein Glück, dass der Haken nicht. Ja, deiner ist gefährlich. Er variiert hier schön seine Angriffe. Kann nichts machen. Schön den Leg Kick. Toll, Leg Kick, ja. Ich kratze dir immer dein Bein an. Den Kick zum Körper, aber ohne Erfolg. Jedes Mal das hingefliege, das kommt dir mal ganz kurz Nerv. Ja, das glaube ich, wenn ich dir so ein Bändchen wegziehe. Aber du fällst aber auch nicht wirklich um, ne? Also das kannst du vergessen. Nee, der ist. Ja, starker Kick. Ich glaube, das ist mehr als eine Prellung. Und der nächste gute Kick. Ja, der Inside-Leg-Kick kommt schon. Meine ist langsam müde. Antonio Silva liegt in diesem Kampf ganz klar vorne. Er zeigt eine absolut überzeugende Leistung. Ja, vor allem seine Angriffe sind hervorragend. Er hat hier richtig viele Wirkungstreffer gesetzt. Wow, starke Kicks. Leg-Kick. Klasse Leg-Kick. Auch da wieder. Ja, dein Bein muss aber langsam abfallen. Sehr gute Treffer, tolles Timing. Boah, ich renn voll rein. Der Übergang zum Teig. Und wieder. Nein.
Boah, du bist aber auch so ein Mutant, ey. Komm schon. Jetzt hat er die Kontrolle. Nein. Super gemacht. Ich hab keine Ahnung, wie alles funktioniert, verdammte Scheiße. Er wechselt wieder in die Halfguard. Krasche, nein! Ist das ein Rumgefummel? Ja, ich hau dich. Was in der Maut? Starker Wechsel in die Side Control. Komm schon! Mann, sein Gesicht sieht echt übel aus. Boah! Boah, meiner ist so am Saften und fertig mit der Welt. Was für eine linke Klasse. Oh, die linke landet im Nichts. Schöne Tag. Unsere Typen sind sowas von Daddy. Die sind danach. Erstmal müssen die zum Doktor. Erstklassige Kicks hier. Inside Leg Kick. Boah, das war doof. Alter, ich muss aber aufhören. Das war eine schöne linke. Schöner Schlag, aber daneben. Hier. Oh ja, oh ja. Meiner humpelt schon. Da, schön. Boah, da kam der Schlag. Oh, ein Inside Leg Kick. Ein Uppercut ins Nix. Alter, verpiss dich. Hä? Oh. Sehr schöner Kick zum Bein. Ja! Ja! Ah, okay. Ja gut, mein Bein ist kaputt, ja. Ne? Alter, das war jetzt ein Spiel, wer mehr durchhält, ne? Aber gegen Bigfoot mit seiner Schuhgröße 80, ey. Ja gut, schade. Aber nicht K.O. Das ist natürlich jetzt... Okay, Bein ist kaputt gegangen jetzt, ne? Boah, was für ein Match, Adam. Aber geil, wie du dich da verschwarten kannst. Mega geil. Ja, war ein guter Kampf, ey. Aber da. Ich denke mal, das liegt jetzt so ein bisschen am Schwergewicht, dass das ein bisschen zähflüssiger, also weißt du, zäher war. Hartnäckiger, ja. Aber geil. Bruce Buffer hat jetzt das offizielle Ergebnis für uns. Ja, ich habe keine Chance gehabt. Jetzt aufgegeben, Bein kaputt, dann ist Bein kaputt, ne? Ach, wir haben uns beide ordentlich vermischt. Nichts gegeben. Boah, 40 Minuten geht der Part. Ja. Und mega übel. Der erste Part. Ja. Wahnsinn. Und da würde ich sagen, Sieg durch technisches K.O. Badam, badam. Ja, nicht schlecht. Ja, da würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, dass wir den ersten angezockt Part hier mal beenden. Mhm. Und upsala, da würde ich sagen, morgen geht es dann eben weiter. Kommt ja immer täglich 14 Uhr. Ja. Und dann geht es dann morgen auf beenden, weiter. Oder? Wir können, glaube ich, einfach weitermachen, oder? Oder gehen wir auf Beenden, mal gucken, ob wir jetzt im Menü landen oder ob wir wieder... Ne, ich glaube, ich bin im Menü, ach, oder? Guck mal, wir kommen zurück. Wir können zurück. Ach, guck mal, und jetzt kann ich hier vielleicht sogar den Crazy mit einladen, weil wir sind ja jetzt noch da, ne? Wir sind jetzt zusammen als, da. Als Zuschauer vielleicht, ja. Vielleicht können wir da irgendwie, ja, zuschauen. Gucken wir dann im nächsten Part, oder? Ne, das sehen wir ja nicht, das müssen wir dann schauen. Ja. Wir werden auf jeden Fall nochmal fighten. Und da sehen wir uns dann morgen wieder. Und da würde ich sagen, bis dahin erstmal ciao. Ciao.